herzlich willkommen in meinem heutigen Reisevideo zur Insel Korsika. Wir waren die ersten beiden Juliwochen mit unseren beiden Labradoren Milka und Toffi im Camper auf der Insel unterwegs und geben euch im heutigen Video einen Einblick, was wir erlebt haben und ein Review, ob Korsika wirklich so hundefreundlich ist, wie alle behaupten. Die Anreise erfolgt per Fähre und die kürzeste Überfahrt von Livorno nach Bastia beträgt 4,5 Stunden. Diese Zeit kann man gemütlich an Deck verbringen, die Sonne genießen oder wie wir einfach ein kleines Nickerchen machen. Gegen 14 Uhr ungefähr haben wir die Insel erreicht, waren dann erstmal einkaufen und eine große Runde mit Milka und Toffi am Strand spazieren. In dieser Nacht war Vollmond und wir haben diesen wunderschönen Platz direkt am Meer gefunden und sind zu Wellenrauschen eingeschlafen. Am nächsten Tag haben wir beschlossen, dort erstmal noch etwas Zeit zu verbringen, anzukommen und etwas am Strand zu relaxen. Mal mit einem Allradcamper unterwegs waren, mussten wir natürlich auch direkt testen, ob auf dem CV590 von Carrado nur 4x4 draufsteht oder auch 4x4 drin ist. Und ich würde sagen, die Bilder sprechen für sich. Ohne Allrad hätten wir diesen wunderschönen Spot auf der Spitze eines Berges mit spektakulärer Aussicht über das Meer wohl niemals erreichen können. Und wir haben dann erstmal gekocht, den Sonnenuntergang genossen. Ich habe mein Mousse au Chocolat bei dieser wunderschönen Aussicht genossen, hat es direkt doppelt so gut geschmeckt. Und die Nacht war auch sehr ruhig und am nächsten Tag haben wir noch in Ruhe gefrühstückt und dann ging es auch schon wieder runter Richtung Strand. Am nächsten Tag waren wir im Leclerc Supermarkt in Ajaccio und ich muss sagen, ich habe noch nie einen so großen modernen Supermarkt gesehen mit so vielen frischen Artikeln, frisch gebackenen Brötchen, Gebäckwaren und Cookies. Solltet ihr mal in der Gegend sein, holt euch die Cookies. Es waren wirklich die besten Cookies, die ich in meinem ganzen Leben gegessen hatte. Dass wir seit ungefähr 14.30 Uhr einen Stellplatz suchen. Das ist der vierte Platz, nee, der dritte Platz, den wir anfahren. Die anderen waren alle nichts. Da gab es entweder Höhenbeschränkungen oder wirklich strikte Campingverbotenschilder. Und ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, dass es nicht easy und selbstverständlich ist, immer so schöne Plätze zu finden. Wir dachten schon so, das wird heute nichts mehr. Aber das Glück war wieder mit uns und wir werden jetzt hier Abend essen und den Abend ausklingen lassen. Und ich denke mal, morgen den Tag. Morgen den Tag auf jeden Fall hier auch noch verbringen, weil es ist wirklich traumhaft. So, das einzige Problem, was wir nur so ein bisschen haben mit dem Camper, ist, dass der Kühlschrank über Strom läuft und nicht über Gas. Was so viel heißt, dass er quasi von der Batterie sich Strom wegzieht. Das sieht man hier. Jetzt gerade sind wir noch komplett im grünen Bereich. Allerdings, wenn man jetzt mal wirklich einen Tag frei steht, geht das wirklich sehr, sehr schnell hier runter in den roten blinkenden Bereich. Wir sind laut dieser Anzeige gerade am Strom angeschlossen und der Camper lädt komplett auf. Und wie wir das gemacht haben, zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich einfach zu krass. Und zwar haben wir das Solarpanel von Jackery an die Powerstation von Jackery geschlossen. Und das Ganze an den Camper. Ich gehe gerade mal raus und zeige es euch, weil es ist wirklich so, so cool, wie das Ganze funktioniert. Also, das ist das Solarpanel von Jackery, das große Solarpanel, Solar Saga 200. Angeschlossen an die Jackery Explorer 1000. Die haben wir ja schon richtig lange, ist immer mit dabei. Und da kann man wirklich so viele Geräte gleichzeitig dran aufladen, wie beispielsweise einen kompletten Camper. Also, wir sind hier am externen Stromanschluss. Und der Camper lädt. Also das ist wirklich so krass und so ein Lifesaver für uns. So, hier sieht man, dass das natürlich super viel, ich weiß nicht, es flackert ein bisschen durch die Kamera, dass das natürlich super viel Strom zieht.
Aber es kommt gerade auch gut was rein, weil die Sonne schön scheint. Und ja, wir könnten hier parallel noch, haben wir zwei USB-Anschlüsse, zwei USB-C, nochmal eine 230-Volt-Steckdose, also wir könnten noch mehr aufladen. Und die Jackery ist sowieso mein absolutes Must-Have für den Urlaub und für den Garten. Und aus diesem Grund kann ich sie euch nur wirklich wärmstens weiterempfehlen. Gerade so Geräte wie ein Milchaufschäumer, ein Wasserkocher, könnt ihr alles überall problemlos benutzen. Und Jackery macht gerade, oh mein Gott, Toffi, Jackery macht gerade den Halbjahres-Sale. Da könnt ihr bis zu 40% sparen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, weil alle, die Outdoor-Aktivitäten lieben oder einfach nur im Garten und zu Hause unabhängig sein wollen, für die ist das wirklich ein absolutes Must-Have. Zum Abendessen gab es bei uns dann Pasta. Das ist eigentlich auch so unser liebstes Gericht im Urlaub, weil es einfach lecker ist und einfach und schnell geht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten beim Campen oder im Urlaub so esst. Danach haben wir uns dann noch den Sonnenuntergang angeschaut in der Bucht, was auch wirklich wunderschön war mit den Möwen. Und ja, es war einer der schönsten Abende auf Korsika. Nächsten Vormittag haben wir dann wieder in der Bucht verbracht, wo wir auch geschlafen haben und sind mit Milka und Toffi an den Strand gegangen. Und zu diesem Thema komme ich jetzt auch. Ich glaube, das ist so das interessanteste Thema für euch, wie es mit den Hunden am Strand wirklich in der Hochsaison auf Korsika ist. Wir sind als allererstes die Westküste runtergefahren, die nicht wirklich ja sehr belebt ist. Und wir hatten die beiden immer mit. Es gibt keine Verbotsschilder am Strand. Lediglich an die Leine sollte man seinen Hund nehmen. Wir sind dann immer abwechselnd schwimmen gegangen. Der Kevin mit Toffi und ich mit Milka. Und Milky liebt es natürlich, wenn Toffi aus dem Wasser kommt, sie ja zu erschrecken, sich an sie anzuschleichen und mit ihr zu spielen. Das ist wirklich so Milkas absoluter Lieblingsmove. Der perfekte Platz für uns. Da war so ein netter Franzose, der den geführt hat, der jeden Morgen dann immer Croissants und Baguette und so vorbeigebracht hat. Da waren wir wirklich hellauf begeistert. Wir glauben aber, der ist jetzt ein bisschen größer geworden inzwischen. Also es sieht zumindest aus, als wäre da mehr los. Ja, genau. Deswegen, wir fahren da jetzt gerade hin und sind schon total gespannt, wie es da aussieht. Also das ist jetzt einfach nur so ein ganz großer Parkplatz unter Bäumen. Jeder darf sich so hinstellen, wie er möchte. Und man darf auch alles aufbauen. Und da vorne ist eine Dusche. Da kann man den Müll abgeben. Der Platz ist übrigens an der Südostküste von Korsika, welche für ihre wunderschönen Strände bekannt ist. Und das Wasser ist wirklich total klar, wie ihr sehen könnt. Genauso voll war es allerdings auch am Strand und wir hatten am Anfang wirklich Bedenken, wie das mit Milka und Toffi ist, aber es ist so locker gelaufen. Alle Hunde, obwohl eigentlich Leinenpflicht gewesen wäre, waren ohne Leine, haben zwischen den Kindern gespielt und es war wirklich so ein harmonisches, tolles Miteinander, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Und ja, dementsprechend entspannt war es auch für uns. Milka und Toffi konnten relaxen und im Meer schwimmen. Was noch zu erwähnen ist, dass relativ viele Hunde, lokale Hunde, frei rumlaufen, wie zum Beispiel diese Hündin hier. In unserem Fall war es eigentlich ganz cool, weil Toffi sich mit ihr super gut verstanden hat. Die beiden hatten irgendwie so komplett die gleiche Energie und ich schätze auch mal, dass sie ungefähr im gleichen Alter waren.
Und ja, die Hunde laufen wirklich frei vor Ort rum. Sie haben zwar ein Halsband um, wie diese Hündin hier auch, aber sie laufen sowohl am Strand als auch auf dem Parkplatz frei rum. Das war jetzt nicht nur an diesem Platz so, sondern auch an einem anderen Platz. Da haben wir diesen Labrador hier getroffen. Also wenn das etwas ist, was euch stört, dann ist Korsika eventuell nicht das richtige Reiseziel für euch. Wir haben uns dann dafür entschlossen, einige Tage früher zurückzufahren, weil es in der zweiten Woche wirklich auch nachts extrem heiß auf Korsika geworden ist, was ja jetzt so an sich nichts Außergewöhnliches für den Juli ist. Allerdings war es im Camper mit den beiden Hunden dann wirklich sehr mühsam. Also wenn ihr eine Ferienwohnung habt, dann ist das Ganze, denke ich, wieder eine andere Sache. Denn auch im Hochsommer sind Hunde an den meisten Stränden von Korsika wirklich herzlich willkommen. Auf der Rückfahrt haben wir uns dann eine Kabine genommen, um wirklich nochmal entspannt zurückzufahren, ein bisschen zu schlafen und zu relaxen. Und auf dem Rückweg haben wir dann noch einen Stopp am Weißen See gemacht, um das ganze Salzwasser von uns runterzuwaschen. Und dann ging es auch schon nach Hause.